Okay. Mist, 1300 Punkte. Da hätte ich vielleicht mal vorher gucken sollen. Dass man da vielleicht vorher noch unseren Fähigkeitenpunkt fertig machen. Der war ja halb voll. Da hat nicht mehr viel gefehlt zum Fähigkeitenpunkt. Mist. Weiß ich nicht. Machen wir den nochmal? Ich würde sagen, wir gucken erstmal, wo wir sonst noch so hin können. Den heben wir uns auf. Den heben wir uns auf. Und zwar wollen wir ins versunkene Tal. Hatten wir nicht auch schon irgendwas mit dem Kanonental? Ich muss noch meine ganzen neuen Prothesen abgeben. Stimmt, hier waren diese komischen Kanonentypen. Oh, da liegt ein Item noch. Ah, das war der ganz große, verdammt. Das hätte ich lassen sollen. Das hätte ich nicht machen sollen, so. Okay, die beiden haben wir. Und er war auch gar nicht mehr so schlimm. Okay, schauen wir uns hier weiter um. Magnetitschrott. Okay, da war unsere Statue. Und dann können wir da unten lang. Wer hat uns denn da bitte entdeckt? Jawolla! Oh, geil! Was ist das denn bitte? Klatsch, klatsch, klatsch. Wow. Wer sind Sie denn? Und tschüss. Das Schlangenauge Shirafuni. Krass. Also so viel dazu, dass wir unseren Fähigkeitenpunkt noch voll bekommen. Ich sehe es noch nicht. Da, 1000 Punkte weg. Gut, machen wir die drei Jungs ja nochmal. Kann man sich auch so super anschleichen, ne? Und der Schrotjunge von hinten auch noch mal.
Eieiei. Hallo, Sekiro, auf Stern. Soll man nicht schlafen hier? Das sag mal. Meine Güte. Der hätte jetzt aber nicht sinnen müssen. So, 300 Punkte bringt er. Das ist ordentlich. Gut, die da unten machen wir später. Wir gehen erstmal in den Tempel. In den maroden Tempel. Aber war das die einzige Ecke, die wir hier noch offen hatten? Ich bin mir ein wenig unsicher. So, wie viel Kohle haben wir? Sieht man hier nicht. 188. So, guten Tag. Brauchst du etwas? Ja, bitte. Shinobi-Prothesen, neue, bitte. Sabimaru. Ein Prothesenmodul mit der Klinge Sabimaru, das eine schnelle Folge von Angriffen zusammen mit dem Schwert ermöglicht, verbraucht Geistembleme. Der blaue giftige Rost auf Sabimarus Klinge erzeugt eine Giftstatus-Anomalie. Ashinas Nationalschatz wurde in alten Kriegen geführt. Der giftige blaue Rost der Klinge konnte selbst die Okami-Kriegerfrauen forttreiben. Und den geladenen Schirm haben wir auch noch. Prothesenmodul, für das ein unzerstörbarer Eisenschirm am Arm montiert wird, verbraucht Geistemblem. Schützt geöffnet vor Angriffen aus allen Richtungen. Strecke ihn beim Bewegen zum Schutz vor leichten Angriffen aus. Der Schirm bietet jedoch keinen Schutz vor niedrigen Angriffen wie Rundumangriffen. Schade eigentlich. Nehmen wir. Sabimaru, nehmen wir. Haben wir noch was? Nee. Module verbessern. Was haben wir da noch? Geladener Schirm Magnet. Schütz geöffnet vor Angriffen aus allen Richtungen, strecke ihn beim Bewegen vor Leichten. Der Magnet schafft, macht ihn nahezu unstörbar. Feindliche Angriffe werden durch Drehen des Schirms abgewehrt. Okay. Klingt gut. Wir brauchen mehr Geld. Mehr Kohle brauchen wir. Bis später. Achso, ich würde gar nicht beten. Ich würde zur Statue, zur blauen. Kann das eigentlich, dass hier hinter mir eine Statue ist? Nee, ne? Wie ich immer im Bild. Aber was mir gerade einfällt, wo wir hier sind, da unten, gab es doch diesen Typen, der die Fischschuppen eintauscht. Da würde ich gerne nochmal schauen, wie viel wir da so gebraucht haben. Ihr seid. Ja, komm. Ich will gar nicht mit dir reden, ich kenne mal schon. Es ist ja eh nur eine Erinnerung, ne? Nur eine Erinnerung. 34 Punkte bekommen wir da. Das ist nicht viel. Okay, dann gehen wir direkt zum Typen. Ach komm, mit dir spielen wir noch. Hallo. Öi, und nicht mit Dreck. Rumspritzen. Das ist nämlich ein bisschen frech. Tja, wo war denn das? Wo war der? Ach, da. Da, wo der Goldtopf ist. Hey, ihr da. Guten Tag. Habt ihr mir Schuppen, wenn ihr welche habt?
Schuppen, Schuppen, Schuppen. Zweier haben wir und Maskenfragments. Das hätte ich halt gerne. 7 Stück brauchen wir. Weil wir wissen schon, eine Maske gibt es beim hier und eine Maske gibt es beim Resteverwahrer, Leichenverwahrer, wie auch immer sich der Typ nennt. Für, was war es? 5000 Sen. Ja, das ist noch ein bisschen hin, ne? So, fließender Übergang Text. Der fließende Übergang verbindet Angriff in einer tänzerischen Bewegung und überwältigt Feinde mit eleganter Aggression. Obwohl es eine Ashina-Technik ist, befand man sie wegen ihrer fremden Herkunft für heretisch. Okay. Schuppen will er haben. Schuppen. Soll er bekommen. Gut, aber... lasst uns hier mal kurz wechseln. Die Nebelrabe. Damit muss ich mal versuchen, ein bisschen besser klarzukommen. Verschwinde aus der angenommenen Haltung heraus so schnell wie der Nebel. Glaubst du, du hast ihn? Hast du doch nichts als Federn in der Hand. Können wir das mal testen? Wie das funktioniert? Lasst uns hier mal die Axt rausnehmen. Ich würde mal Sabimaru reinmachen. Und, nee, den Schirm noch nicht. So, komm mal her, bitte. Na, vor Angriffen abhauen kann man damit nicht so wirklich. Man teleportiert sich halt dann nur an eine andere Stelle. Ist ja auch nicht verkehrt. Oh, sind so viele Hunde. Kannst du mal den Hund anvisieren? Danke. Weiß ich nicht, ob das jetzt was sie gebracht hat. Machst du einen Giftschlag, ne? Jetzt nicht so der Burner. Kann man das öfters hintereinander einsetzen? Ja, kann man. Fällt mir noch nicht so. Okay, Nebelrabe kostet auch 2 Dinger. Nee, lass mal. Dann lieber den Schirm mal testen. Na, das ist doch der Burner. Das ist doch super. So lobe ich mir das. Damit kann ich doch was anfangen. Ein dicker, fetter Schirm. So, war das da übrigens gerade so ein Karpfen oder war das ein anderer Fisch? Das war ein Schatzkarpfen. Dann brauchen wir nur noch 4. Gut, ich glaube, die werde ich irgendwie mal sammeln, wenn wir nicht im Stream sind. Was haltet ihr davon? Beziehungsweise, wie gesagt, ich weiß ja schon, dass man irgendwann tauchen kann. Vielleicht machen wir das dann, wenn wir das drauf haben. Achso, ich komme ja gerade gar nicht weg, ne? Wir müssen erstmal in die Bude da rein. Was sagt unser Fähigkeitenpunkt? Der braucht noch eine Weile, ne? 800 noch. Nein, den würde ich gerne noch machen. Wo wir uns da jetzt wieder am Zwischenboss und am Dings probieren. Achso, hier ist schon die Statue. Die Gegner sind ja hier, glaube ich, nicht so schlimm. Können wir hier mal kurz alle wegmetern. Ja, wie gesagt, 30 Erfahrung bringen die nur. Nicht so die Welt gerade. Ruhe. Hm.
So, übrigens würde ich gerne wieder meine Axt reinnehmen. Von der Axt bin ich persönlich doch ein kleiner Fan. Die Mongolen. Sind das Mongolen? Wahrscheinlich, oder? Obwohl, wenn die in China ein, also in Japan einfallen, sind wir in Japan oder sind wir in China? Ah, ich dachte Orientierung wie ein Kachelofen. Und die Geschichtskenntnisse sind auch nicht besser. Ist tatsächlich gerade grinden, was wir machen. So ein bisschen, ne? Ja, ohne Axt sind die ein bisschen anstrengend. Ich würde mal sagen so, ne? Ohne meine Axt gehe ich nicht aus dem Haus. So, und der Typ, der hier richtig für Stunk gesorgt hat, der ist ja weg. Oh. Vielleicht sollte man mal abwehren. Na, kommen Sie mal her. Mit Gott sein, der macht mich doch jetzt hier nicht fertig, oder? Mensch, schon fast 800 Cent zusammen. Lohnt sich ja doch die Strecke. Was sagt der Fähigkeitenpunkt? 162 noch. Ach komm, den machen wir noch voll. Das Schöne ist halt, wir kriegen ja Leben wieder. Für jeden Kill, den wir hier halt machen. So, da war er übrigens. Der Fähigkeitenpunkt. Ah, haben wir nicht schön aufgeräumt. Noch ein bisschen Löschpuder. Gleich haben wir 1000 Cent zusammen. Den dicken hier konnte man auch irgendwie umgehen. Jo. Das hat mal wieder mega funktioniert. Ja, wo kommt man hier wieder raus? Da lang. Ich weiß nicht, kann man da woanders hin, außer hoch? Nee, ne? Das war ja nur diese Ecke, aber der Typ hat richtig Kohle gegeben, also Erfahrung. Aber brauchen wir ja gerade nicht. Ah, Mann. Na, kein Quatsch hier machen. Halmer. Ich weiß nämlich nicht, ob der jetzt hier wiederkommt. Jo.
gut drauf, die Jungs, ne? Und das sind ja die, die der Sengun den ganzen Tag da umgebracht hat. Und tschüss. Die sind anstrengend. Ring aber 300 Punkte. Und 3 Löschpuder. Oh, hier gab es die Rabenfeder. Kennen wir den Weg. So. Okay, dann gehen wir doch noch zum Troll. Oh, hi. Na, wie weit wird's denn? Tschüss. Das lässt sich ja alles so schön einfach machen, ne? Aber wenn jetzt wieder ein Boss kommt, dann stinken wir wieder 30 Mal ab. Okay, hier kommen wir halt nicht mehr hin, das wissen wir schon. Und, hier war doch irgendwie noch ein Weg, oder? Ah ne, der ging da ganz hinten lang, bis wir ins Anwesen kommen. Okay. Ist das echt gerade Fallschaden abgezogen? Das ist ein bisschen frech. Das finde ich ein bisschen frech. So, und hier kommen wir nur hinten in die Höhle. Was sagte Kohle? 1100. Keinen Quatsch machen hier. Du, da ist keiner mehr, den du rufen kannst. Dankeschön. Und jetzt müsste ja auch die nächste Statue kommen, dass wir dann endlich wieder zurückkommen. Hallöchen. Statue. So, Fähigkeiten mit einem Punkt? Nee, ne? Nee. Reisen. Maroder Tempel, bitte. Und ich bereite mich so langsam darauf vor, dass wir jetzt wieder ganz, ganz oft sterben. Waren diese Papers hier schon immer? Guten Tag. Brauchst du? Ja, ich würde gerne mal eine Prothese verbessern. Und zwar die federgeladene Axt. Die Stärke der geladenen Axt liegt in ihrem Gewicht, durch das sie Angriffe abwehrt. Haben wir das nicht schon? Alte Feder, Nebelrabe, Nebelrabenfeder mit Kerbe in den Spitzen, verbraucht Geistemblem, verschwindet so schnell wie der Nebel, das haben wir doch. Check ich nicht. Eine Funkenaxt, eine geladene Axt mit einem Schlaghammer, um eine Flamme zu erzeugen.
Bewirkt feurige Axtangriffe. Schläge mit dem Schlaghammer verursachen heftige Flammenausbrüche und vergrößern das effektive Angriffsfeld. Schusswaffe und schwere Axt in einem. Das klingt gut. Die hätte ich gerne. Okinagas Flammen. Oh, das klingt alles so schön. Phönix Fliederschirm. Für diese Verbesserungen sind noch nicht alle Voraussetzungen erfüllt. Was fehlt denn? Ach, hier oben müssen wir erst noch, ne? Okay. Dann nehme ich mal das verbesserte Sabimaru. Informationen der Stufe 5 freigeschaltet. Okay. Bohrender Kreisel. Da fehlt uns auch noch was für. Und hier kommen wir ja gar nicht weiter. Weiß nicht, ob uns hier allgemein noch Sachen fehlen. Susakus Lotusschirm. Schütz geöffnet vor Angriffen aus allen Richtungen. Strecke ihn beim Bewegen um Schutz vor leichten Angriffen aus. Der Segen des Zinnobervogels verhindert Schaden durch feuerbasierte Angriffe und das Aufbauen des Brennenstatus. Okay, da kann man also nicht mehr angezündet werden. Es gibt sehr, sehr schöne Sachen hier. Muss man mal so sagen. Und ich habe jetzt gerade meine ganze Kohle ausgegeben. Dann ein Anruf. Ja, bis denn, ne? Können wir hier beim Händler uns noch was leisten? Seid gewollt. Servus. Drachenblut, immer gerne. Für einen leichten Geldbeutel reicht's nicht mehr, dann nehmen wir eine Kugel. Bis zum nächsten. So, und jetzt kämpfen wir uns durch das Kanonenschussrohrding. Hat man Spaß. Bin gespannt. So, ich würde sagen, wir benutzen den geladenen Schirm. Ich glaube, der ist da ganz gut für. Obwohl das ja so eigentlich auch ganz gut hier funktioniert, ne? Oder halt einfach in Bewegung bleiben. Was ist denn los mit dir, Tante? Das war doch vorhin noch eine Nummer schärfer. Okay, sie macht auch Schaden, wenn sie, wenn wir abwehren. Oh. Ach komm. Sagen, das läuft die ganze Zeit so gut und dann zum Schluss kriegen wir nochmal so ihn auf den Deckel. Ja, ja, ja. Eieiei. Eieiei. Jawohl, und hin. Oh, die Kröte. Was mache ich? Ist aber auch unfair. Okay. Das habe ich verdient. Das habe ich verdient. Viel zu viele Treffer bekommen durch ihre Schrotflinte. Och, hi. Ach nee, den kennen wir ja. Das ist nicht unser Kumpel.
Er stirbt da nur vor sich hin. Yippie! So, Jungs. Oh, ich laufe voll drin. Wo ist denn meine Heilung? Die hat einen Hau, ey. Das gibt's nicht. Ich würde gerne noch mal Mutti spielen da. Das bringt nichts. 7 Tränke weg und wir haben gerade 3-mal getroffen. Das war kein guter Kampf. Der erste war tatsächlich, also nee, der zweite war es ja dann, war da wesentlich erfolgreicher. Da haben wir sie ja fast, ohne einen Trank zu verbrauchen, die erste Stufe weggemacht. Naja, gut. Gleich nochmal. Wir lernen ja, ne? Bei jedem verfickten Versuch. Hallo, Lady. Zum Beispiel sowas da sollte ich lassen. Das war jetzt total hin. Der Kampf hat noch nicht mal angefangen und wir sind schon hin. Oh, da hat sie uns nochmal erwischt. Okay. Fleischerhaken. Nein! Ah! Komm, da geht noch was, oder? Ja. Jawohl. Puh. Eine Gebetsperle. Dankeschön dafür. 800 Punkte. Hallöchen. Lady. Eine Hand voll. Oh, schön.
Oh, nee, lieber nicht.